Willkommen zurück zu Rift. Ich habe wieder eine Weile nicht gespielt. Ich weiß auch nicht, was ich machen muss. Ich folge einfach dem... Was ist das denn? Nehmt am Feenjulfest in eure Hauptstadt teil. Gerade nicht. Muss der mich jetzt irgendwo hinbringen? Ja. Achso, da, gut. Da kann ich nicht hin. Dann gehe ich da hin. Nee, jedenfalls, habe ich schon wieder seit 2 Wochen nicht gespielt. Musste jetzt aber unbedingt wieder aufnehmen, weil mir sonst die Folgen ausgehen. Und da ihr Rift anscheinend ganz gerne guckt, also die 2, 3 Leute, die das immer brav gucken, danke nochmal. Ich weiß, andere gucken das auch, aber halt später. Oder sonstiges und sind meistens 2, die dann immer relativ zeitnah auch gucken. Und damit ich halt auch jeden Tag auf was präsentieren kann, sollte ich das halt auch machen. Wieso hat der ein Fragezeichen? Nee, wo finde ich, brauche ich gerade nicht. Jedenfalls, Ende vom Lied ist, dass ich zurzeit eigentlich ein anderes Spiel spiele, was einfach nur genial ist. Also ich habe noch nie ein besseres Spiel gefunden. Es macht so viel Spaß, es ist so lustig, ich krieg mich nicht mehr ein vor Lachen. Obwohl ich mich schon ein bisschen schwer tue, ist so. Ich stelle mich ein bisschen an, aber es ist einfach ein sehr geiles Spiel. Ich spoilere aber nicht welches. Das kommt noch später. Muss ich denn eigentlich hin? Benutzt auserwählten Mentor-Stufe-Einstellung im Porträtmenü. Was ist das denn? Finde ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich könnte mir mein tägliches Geschenk abholen. Eisvogel. Pinguine sind coole Burschen. Der hat so einen lustigen Bart. Naja, jedenfalls spiele ich... oh, ein Artefakt. Nehmen wir mit. Spiele ich jetzt mal wieder Rift. Ich habe es eine Weile wieder nicht gemacht. Böse, böse, ich weiß. Aber das wird schon... Öffnet einen Riss des heulenden... Was? Ah! Oh, Chat. Ich wundere mich schon, warum ich nicht mehr laufe. Naja gut, ich laufe jetzt hier einfach mal weiter. Was habe ich noch an Quests? Halt, so. Nee, nicht M. L. Oh, hier habe ich viele Quests. Level 20. Besiegt. Ein Skelett in der Nähe des Ostrandes des Narbenmoors. Ostrand. Ist das das Narbenmoor? Ja, nicht ohne rechts. Was ist das denn? Oh, ich soll jetzt so weit laufen. Nö, erstmal gebe ich hier diese Quest ab. Dann werde ich schon sehen. So, was willst du? Etwas stimmt nicht mit Seeblick. Der Kult der Ab...
Abgründigen verehrt Aquilius, den Drachengott des Wassers. Alles, was ein Abgründiger tut, ist von vielen Geheimnissen und okkulten Mysterien umgeben. Ob sie überhaupt hier sind, da bin ich mir gar nicht so sicher. Und doch stimmt hier etwas nicht. Es ist wie eine Stimme, die man einfach nicht aus dem Kopf bekommt. Junge, wenn du Stimmen hörst, ich kenne da ganz nette Menschen, die sind meistens weiß gekleidet und super lieb zu dir, wenn sie dich mit Medikamenten vollstopfen. Untersuchung am See. Geschichte. Ich hatte mich hier versteckt und habe von außen beobachtet, was möglich war. Wir müssen da hinein und nach Beweisen für das suchen, was dort vor sich geht. Ich befürchte, dass die Abgründigen mich in der Nähe von Meridian gesehen und als Feind erkannt haben. Ihr aber seid ein neues Gesicht und werdet daher vielleicht keinen Verdacht erregen. Okay. Na dann gehen wir mal keinen Verdacht erregen. Skeptiker? Stand da gerade Skeptikerkontrolle? Der Feind. Die Skeptiker. Der Feind. Graben durch Abfälle. Eine halbmenschliche Hand. Okay. Was haben wir noch? Redet mit Lena Linda. Untersuchung am See. Seid gegrüßt, Killari. Ich mache ganz normale menschliche Dinge, weil ich ein normaler Mensch bin. Okay? Ich mache immer normale menschliche Dinge, weil ich ein normaler Mensch bin. Immer. Und deswegen betone ich extra, dass ich ein normaler Mensch bin, weil ich normale menschliche Dinge tue. Das ist halt einfach so, weil es ist anders uncool, weil wegen, ist so. Okay, Quest ist abgeschlossen. Hat keiner gesehen, dass ich den mal schnell umgebracht habe? Ah, ich soll von denen mehrere umbringen. Uff. Machen wir. Eins, zwei. Feuer kann nicht schaden. So ein Feuer. Oh, ein Wesen der Tiefe. Und dann machen wir das auch kaputt. Die greifen mich aber nur an, wenn sie in der Nähe von so einem Abgründigen stehen. Richtig? Richtig. Da kommt nämlich schon der nächste angebuttet. Weil sonst sind die ja getarnt und dementsprechend... Wo ist denn mein Abgründiger? Ah, da bist du. Beziehungsweise der aus der Tiefe. Ist ja eher der Fall. Ist ja kein Abgründiger. So, du nicht. Du da hinten. Komm mal ein Stückchen zurück, damit ich dich auch erwische. So, mal gucken. Keine Aufmerksamkeit erregen. Sehr gut. Weg vom Fenster. Och, dich auch. Eins, zwei, drei. Jetzt müsstest du tot sein. Richtig? Richtig. So einfach kann man Menschen umbringen. Keiner hat sie gesehen, keiner hat es bemerkt und die... Wesen der Tiefe, die haben das auch alle nicht bemerkt, weil die sind alle blind. Ja, blind, weil es sind ja Wesen aus der Tiefe und im Wasser muss man nicht gucken können, weil die mit Echolot sich orientieren. Ja. Und ja, das ist natürlich kompletter Unsinn, aber irgendwie muss man ja das Unsinnige erklären. Anders geht's ja nicht. So, wie viel braucht man noch? Einen. Ist ja einfach. Haben wir die ja quasi fertig. Hallo, ich hab dir noch einen hinterhergejagt. Du müsstest tot sein. Danke fürs Gespräch.
Okay. Ihr könnt bloß hoffen, dass ihr Verlust an Mystikern und Arkanisten die Pläne der Abgründigen vereiteln wird. Aber eine neue Quest kriege ich nicht. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Rot-goldener Teppich, ein Dimensionsgegenstand. Und ein Behälter mit 4 Fächern. Habe ich schon. Braucht man nicht. So, was habe ich noch für Quests? Ach so, das war gar nicht das. Das war eine andere Zusatzquest oder eine, die ich auch noch hatte oder so, okay? Dann gehen wir zu Ziara zurück. So. Laut eurem Bericht müssen wir wohl zu den Docks gehen. Sie scheinen dort eine große Operation vorzubereiten. Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Ein Manuskript, das mir nichts bringt, und ein Schwert, das mir auch nicht wirklich etwas bringt. 285 beenden. Freimarkbewahrer. Hohohoho. Ich habe einen neuen Bekanntheitsgrad erlangt. Nicht verloren und doch gefunden. Was? Oh, tut mir leid. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass ich beobachtet werde. Die Kultisten, die ihr an den Docks gesehen habt, waren höchstwahrscheinlich einfache Fußsoldaten. Diejenigen, die hinter der dunkleren Magie stehen, sind anderswo im Verborgenen. Ich habe Leute gesehen, die sich zu den rauchenden Ruinen der Farm zur alten Weide geschlichen haben, und ich habe dort eine böse Macht gespürt. Ich fürchte, es braut sich ein großes Unheil zusammen. Okay. Wir reisen nordöstlich. Brauchen wir nicht? Hier, die brauchen wir. So, zünden wir dich noch an und wenden uns dem nächsten zu. Weil das schafft mein Edel ja wohl gerade so alleine. Widerstanden? Ich widerstehe dir auch gleich mal, Dumpfbacke. So. Gut, dann looten wir mal, während mein Ele da beschäftigt ist. Also zusammen mit so einem Ele geht es schon ziemlich schnell. Greift irgendeinen an, setzt dem ein paar Dots drauf, freut sich ein Keks. Und eigentlich ist damit auch die Welt schon wieder in Ordnung. Nicht verloren, doch gefunden. Bei mir ist andersrum. Ich verliere dauernd Dinge. Und wenn ich sie suche, finde ich sie nicht. Mein DS zum Beispiel. Mein Handy ist auch öfters mal lost. Und dann ist der Akku alle. Dann kann man nicht mal anrufen und gucken, wo der abgeblieben ist. Aber naja, wer von mir erwartet, dass man mich per Handy erreicht, hat eh irgendwas übersehen. So, fertig. Das war ja einfach. Ich frage mich, warum das Gebiet noch. Ach so, untersucht die Farm. Sollen wir auch machen? Na, dann machen wir doch mal Fuchs an und untersuchen die Farm.